Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Let's Play GTA 4 LCPDFA. Und heute sind wir mal wieder undercover und auch mal wieder in Algonquin. Dies machen wir heute alles undercover in einem unmarked Chevrolet Impala und auch natürlich wieder New York Polizei. Deswegen fahren hier auch noch Polizeiwagen von der New Yorker Polizei rum. Macht auch irgendwo Sinn. Heute konzentrieren wir uns auf den Bereich um den Central Park. Zumindest heißt der in echt so. Ich weiß nicht, wie der hier im Spiel heißt. Weiß ich gar nicht. Wie heißt denn? Ach, Middle Park. Okay. Ach stimmt, Middle Park hieß der. Auf den werden wir uns diesmal konzentrieren und ja, wir mal schauen, was denn hier alles passiert. Und ich glaube, ich habe auch schon mein erstes Opfer. Das wäre dann nämlich hier der Laster vor uns. So. Und ich wusste es, wir haben direkt einen Flüchtigen. Ja, mal schauen, wo der denn jetzt hinfährt. Okay, der fährt auf dem Highway. Und nimm natürlich direkt Sachen mit. Wenn der jetzt nochmal irgendwas, irgendjemand anfährt oder sowas, dann werde ich direkt mal eine Verfolgungsjagd anmelden, beziehungsweise einleiten. Oh. Ja. Oh. Nicht da reinfahren. Oh. 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 Okay. Also irgendwie möchte er nicht anhalten. Das ist auf jeden Fall klar. Vielleicht. Scheiße. Der lässt sich auch nicht pitten, weil er halt so ein groß. Oh, okay. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Jetzt hast du. Hat er eine Waffe? Okay, da sind. Der ist besetzt von zwei Leuten. Gibt's doch nicht. Oh, oh. Scheiße. Ich krieg den auch nicht zu fassen, weil ich habe einfach nicht den stabilsten Wagen dafür. Oh. Mensch. So, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Ja, fahrt den nochmal rein. Fahrt den nochmal rein. Genau. Oh, scheiße, der schießt. Da sind zwei Leute und einer davon hat eine Waffe und schießt. Also, vorsichtig sein. Oh Mann, ey. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass der hier irgendwie jemanden tötet. Das möchte natürlich hier niemand. Aber ich glaube, der ist gerade irgendwo reingefahren. Ja. Okay. Wir haben ihn. Okay, er schießt. Okay, der andere nicht. Okay. Er ist festgenommen. Ich werde den jetzt nochmal eben begleiten, bis er in einem Fahrzeug sitzt. Upsala. So. Aber, oh Gott, wie geht der denn, oh Gott, wie geht der denn die, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schaut euch mal die Füße an, wenn der hochgeht oder runter. Oh Mann. Wir haben auch sogar gerade einen Heli. Okay, cool. Hatte ich noch nie in einer Verfolgungsjagd. Ja, wo sind denn die jetzt? Was machen die denn da jetzt? Dürfte ich das wissen? Oh, guck mal, da liegt eine Rüstungsweste. Okay, da ist ein Rettungswagen, aber anscheinend macht der nichts, deswegen. Hä? Was passiert denn hier gerade? Was passiert denn hier? Echt? Da muss ich ja jetzt mal eben
Okay, da werde ich jetzt einfach mal reingehen in die Verfolgungsjagd. Wird zwar ein bisschen schwer sein, weil ich müsste dann jetzt hier mal eben irgendwo auf die... Mal eben auf die Autobahn, auf den Highway drauf. Dafür fahre ich jetzt mal eben hier nicht ganz legal. Okay. Jetzt fahren wir natürlich aus unserem Bereich raus. Aber das ist mir eigentlich egal, deswegen... Jetzt sind wir natürlich hier wie heißt denn das jetzt nochmal? Bohan. Das wollen wir jetzt natürlich eigentlich auch nicht. Aber geht natürlich. Scheiße, scheiße. Oh mein Gott. Oh. Okay. Okay. Okay, das soll eine Straßensperre sein. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, hier so ein bisschen... So ein bisschen unordentlich fahren ist natürlich auch erlaubt. Ich hoffe jetzt natürlich erstmal nicht, dass hier irgendjemand zu Schaden kommt. Vor allem bei einer bewaffneten Raubüberfall. Das ist natürlich nicht so toll. Okay, da ist er. Ich glaube, da sind besetzt von zwei Leuten. Ne, nur von einer Person. Es scheint so nur von einer Person. Da kann ich mich jetzt auch irren. Ja, doch nur von einer Person, okay. Dann würde ich mal sagen, ich setze mal eben zum Pit-Manöver an. Was geglückt ist, aber natürlich... Fuck. Mann, das gibt's doch jetzt nicht. Okay, scheint so... Oh, der hat eine Waffe, der hat eine Waffe. Er hat eine Waffe. Ist natürlich nicht so schön, wenn er eine Waffe hat. Haben die jetzt gerade mein... Oh ja, die haben mein Auto mitgenommen. Mensch, ich dachte, ihr seid Polizisten und keine Mörder. Verfolgen wir den jetzt hier ganz durch ganz New York oder was ist los? Ja, ist klar. Ist klar, dass wir ein Traffic Alert haben. Oder ein Verkehrsalarm. Verkehrsdings. Okay, der kann auf jeden Fall nicht mehr vernünftig fahren. Okay, und das hätte ich natürlich jetzt auch mal verhindern können. Aber jetzt können wir den umso leichter pitten. Ist natürlich gut. Okay. Ach du Scheiße. Naja, jetzt haben wir den wenigstens außer Gefecht gesetzt. Jetzt kann er wenigstens keinen mehr irgendwie belästigen. Ich werde jetzt mal eben noch, dass ich wieder frei auf Funk bin. Was machen die da? Was ist das? Ah, egal. So, dann würde ich mal sagen, ich fahre wieder zurück. Zurück nach Downtown. Und da hoffe ich mal, dass mal wieder ein vernünftiger Anruf kommt. Nicht so die ganze Zeit Verfolgungsjagd. Da habe ich jetzt eigentlich nicht so viel Bock. Obwohl das auch immer ganz geil ist. So eine Verfolgungsjagd. Aber muss nicht immer sein. Es muss ja nicht immer sein. Hallo, wollt ihr mal fahren, bitte? So, ich muss ja jetzt hier nicht, genau.
So, und dann werde ich jetzt einfach mal hier runterfahren. Und auf geht's nach Downtown. Oder nach Algonquin. So, dann muss ich jetzt hier auf die Spur. Oh, guck mal. Das ist doch mal ein Einsatz, den ich mag. Schön, ein bisschen Hobos wegscheuchen. Ein bisschen Hobos wegscheuchen und dann ist es auch schon gegessen. So. Ich glaube, dafür muss ich hier. Ja. Das ist der. Den Einsatz hatte ich in der letzten Folge auch schon. So. Muss ich ja eigentlich nicht sehr viel für machen. Einfach mal ein bisschen Leute wegscheuchen. So. Anscheinend sind die nicht mehr da. Gut. Auch schön. Schön und gut. Hier muss ich hoch. Zack. Nö. So, dann steigen wir wieder in unseren schönen Impala rein. Ist jetzt nicht die geilste Dienstkarre, die man haben kann. Gibt natürlich auch noch Tahoes und andere schöne Dinge, die man kriegen kann. Als Polizist. Als Detective. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt... Hä? Wird mir aber nur angezeigt. Okay, warte. Ich glaube, da ist wieder ein Fehler mit der Matrix. Naja, und zwar... Der ist woanders. Der ist ganz woanders, der Einsatz. Auch gut. So, dann werde ich mal eben hier rechts anhalten. Gut, gut, hier ist auch eine Treppe. Und das ist zum Glück auch nur einer. Dann müssen wir ja nicht so viel machen. So, bitte. Geht doch. Investigate und dann erstmal... Ach nee, warte. Na, das war Issue Orders und dann Evacuate. Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder zurück. Der ist ja jetzt weg. Mal eben... frei auf Funk melden und dann können wir auch wieder abhauen. Das war jetzt nicht so der atemberaubendste Fall. So, und dann würde ich mal sagen, auf geht's zum Central Park oder Middle Park oder wie auch immer. So, ich habe hier Vorfahrt. Ich habe keine Ampel. Aber wir sind ja jetzt schon wieder hier. Schön, schön, schön. So. Und ich glaube, ich werde jetzt einfach mal eine Personenkontrolle durchführen. Was ist denn jetzt los? Ich möchte es gerade, dass hier so ein bisschen stockert. Was ist denn los? Das ist aber komisch gerade. Naja. Gut. Ich meine... auf wen könnte ich denn hier mal anhalten? Okay. Wenn der jetzt hier über Rot fährt, ne, dann, okay, das sieht aus, das sieht wie eine alte Oma aus. Ist das eine alte Oma? Scheint so. Könnte es mal grün werden, bitte? Okay. Geht doch. Oh, ich glaube, der...
Schade. Ich wollte jetzt eigentlich gerade den anhalten, aber geht dann wohl doch nicht. Hm. Och, Mensch, immer wieder. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Mensch. Ich hatte gerade so einen guten Verkehrs... Oh, das war aber ganz schön knapp, du Mensch. Ein bisschen länger und ein bisschen weiter vor und dann wärst du nicht mehr an der Haltelinie. So wie er da vorne, der rote. Das sieht aus wie ein BMW 3. Also so ein 3er BMW. Scheint es auch zu sein. Und jetzt auch noch über Rot. Hä, was ist das denn für ein Wagen? Den habe ich ja noch nie gesehen in GTA 4. Wollen sie mich verarschen? Wenn sie jetzt weitergehen, dann... Also das gibt's doch nicht. Die werde ich jetzt festnehmen. Die werde ich jetzt einfach festnehmen. Erstmal mit Personalausweis zeigen lassen. Das gibt's doch nicht. Da hält die einfach auf der Straße auf, an. Nicht auf. Die Adeline Ferguson. So. Da hält die einfach an, ey. Das gibt's doch nicht. Okay. Wenn jetzt auch noch einen Führerschein hat. Okay. Kein Führerschein mache ich natürlich. Okay. Nix Wichtiges. Dann würde ich mal sagen, ich durchsuche diese werte Frau. So. Genau. Nein, das wollte ich nicht machen. So. Oh ja, schön in den Schritt packen. Ja. Okay. Und dann hat sie auch noch eine Waffe bei. Genau. So, dann schaue ich nochmal in den Wagen von der. Weil wenn die da auch noch was drin hat, dann ist es zu spät. Dann hat die, dann ist alles zu spät. Okay, was ist das? Keine Ahnung. Würde ich mal sagen. Okay, ich bin vom FBI. Okay, cool. Schön, dass ich das auch mal weiß. Dann bin ich halt vom FBI. So. Call for Prisoner Transport. Genau. Dann kann ich jetzt nämlich eben zu dem anderen Einsatz. Ich weiß nicht, was das war. Irgendwas Komisches. Ich habe keine Ahnung, was das war. Okay, da muss ich auf jeden Fall nachforschen, was das ist. Okay, dann werde ich das einfach mal hier machen. So. Werde ich mal schauen, was das ist. Ich hoffe mal, dass es nichts Schlimmes. Wo ich drauf gehen kann. Indecent Exposure. Was ist das? That proof was... If you can't find the suspect, you can press and... That proof was wearing a shirt. Ach so, okay, dann war das wahrscheinlich irgend so eine Belästigung oder so. Okay, dann will ich mal schauen. Ich bin ja Detective. Wo denn hier eine Person mit Shirt rumläuft? Da ist gerade eine. Nee, die hat eine Jacke an. Ist natürlich jetzt ein bisschen kacke. Wo ist denn... Habe ich gerade die Sirene bei meinem Auto angelassen? Nee. Dürfte eigentlich nicht so sein.
Also wenn ich jetzt hier noch weitersuchen muss, dann habe ich irgendwann... Ich schaue mal. Noch weiter hier hinten. Irgendwo vielleicht. Kann nicht sein, dass es... die Person einfach weg ist. Und ein T-Shirt trägt ja jetzt auch nicht jeder. Ist ja gerade nicht... Ich glaube, ich finde die nicht, die Person. Ich glaube nicht, dass ich die finde. Einfach nur ein T-Shirt, ey. Da hinten. Da hinten, ich sehe sie. Ich sehe sie. Da ist, okay, diese Person trägt aber kein Shirt. Darf ich mal eben so anmerken. Hallo, kann ich jetzt irgendwie T drücken für Taser? Alt-T? Strick-T? Shift-T? Hm, komisch. Dann würde ich mal sagen... Wo ist die Person hin? Da. Okay. Investigate, Frisk und dann mal eben... durchsuchen, ob der irgendwelche Gegenstände hat, woran ich mich verletzen könnte. Und dann würde ich dir mal sagen, ich nehme den fest und lasse ihn abtransportieren. Gehe zu meinem Auto zurück. Okay. Okay, ich bin ein FBI-Agent. Hm, vielleicht bin ich ja... Na, kann ich mir nicht vorstellen. Drive suspect to a station. Nein, werde ich nicht. Und zwar... Ah, guck mal. Da ist doch schon jemand, der den... Pff. Arschloch. Bin vom FBI. Du nicht. Und dann würde ich mal sagen... Das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut morgen wieder rein, wenn es wieder heißt GTA 4 LCPDFA. Und, schaut auch in andere Projekte rein. Wie zum Beispiel, was gibt es denn hier so für Spiele, Projekte? Zum Beispiel. Okay, hier ist roter. Hier ist ELSH an. Deswegen drehen die sich so, die Lichter. Fällt mir jetzt gerade mal eben auf, so, als ich das so sehe. Hm. Komisch, naja. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und ja. Tschüss.